aus meiner privaten Sammlung. Eine Rarität. Fass mal an, hier richtig. Ja, ich habe die auch übrigens. In Alufolie. In Alufolie. Elle Omega. Pink Floyd des Ostblocks. Ja, eine führende Band, die dann auch 73 das erste Mal in der DDR aufgetreten sind, weil die hatten immer genügend Angebote, auch in Westeuropa zu spielen. Und mir hat es hier auch dieser Omega-Autotitel angetan, obwohl sie ja damals schon den Perlen im Haar-Titel hatten. Kannst du den nicht mal auflegen, lieber Christian? Ach Gott. Oh, hier. Aber richtig knistert richtig. Sehr schön, die Platte. Ja, wunderbar. Die hatten irgendwie eine Aura und die sahen schon erstmal aus, als ob die irgendwie aus Amerika kommen. Und die haben natürlich auf der Bühne auch tierisch gewirkt. Natürlich auch durch Mackie, der hat ja so einen Schädel gehabt. Das waren auch die ersten, die mit großer Maschinerie auf die Bühne gegangen sind. Und also das war schon die Materialschlacht. Dicke Boxen und dann ab 76. Im Juni hatten wir unser erstes Karat-Konzert. Und ich glaube, in dem Jahr noch, August, waren wir eingeladen von Omega ins KISS-Stadion als Vorband zu spielen. Und als wir fertig waren, kamen ganz viele Techniker aus den Ecken und haben die Endstufen erstmal angeschaltet. Also wir haben mit, glaube ich, nicht mal der halben Anlage gespielt. Also sie haben schon auch damit gearbeitet, mindestens doppelt so laut zu sein wie ihre Vorbands. Ja, jeder kommt hinein. Wir durften ja dann irgendwann nicht mehr in der DDR spielen, was natürlich dazu geführt hat, dass ihr Mythos natürlich noch viel größer wurde, als sie als Band je waren. Das Plenterwald-Konzert war der Auslöser, weil da haben die Leute so Rolling Stones Waldbühne-mäßig den Plenterwald komplett zerlegt, weil die Bullen halt gesagt haben, Schluss, das ist uns hier zu heiß, wir beenden jetzt das Konzert und das fanden die Leute nicht so gut. Ich bin immer noch traurig, dass Mackie nicht mehr unter uns ist, weil wir hatten eine besondere Beziehung gehabt. Wir haben in Ungarn zusammengespielt bei ihrem Jubiläumskonzert. Mackie hat auf meinem Album mitgesungen, auf Neubeginner. Und wir haben hier auch einige Konzerte gemacht. Und ja, ich habe ja gerade ein Album, das ist fast fertig. Kommt Ende Dezember auf. Und da habe ich also einen Song gemacht, auch für Mackie. Der heißt Legende aus Budapest.